Hey Sportsfreunde, es ist Donnerstag und was heißt das? Baldes Wochenende, Europa League läuft abends, Germany's Next Topmodel kommt heute, aber es kommen doch auch heute meine Sportnews. Ich habe ganz viele Nachrichten gekriegt, wo ich gefragt wurde, ob ich nicht vielleicht etwas zum Thema Hoeneß mache. Und ich habe mir überlegt, nö. Mal unter uns, es wurde schon so viel darüber berichtet, es wurde so viel gesagt und jetzt am Donnerstag sind die neuesten Neuigkeiten eigentlich auch nicht mehr so aktuell. Ich hoffe, ihr versteht das. Also kommen wir zu meinen heutigen Themen. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber dass die WM 2022 in Katar stattfinden soll, finde ich jetzt nicht ganz so cool. Denn findet die WM wirklich im Winter statt, dann freue ich mich ja schon richtig auf die Fanmeile. Und jetzt rastet alle mal richtig aus, klatscht in die Hände, klatscht in die Hände. Hinzu kommt die Ausbeutung der Arbeiter. Viele von ihnen sterben nämlich unter den harten Arbeitsbedingungen in Katar. Und Stadien, die aussehen wie weibliche Geschlechtsorgane. Irgendwie steht diese WM unter keinem guten Stern. Was jetzt aber noch das Sahnehäubchen auf dem I-Punkt sozusagen ist, wie eine englische Zeitung nun berichtet, soll der ehemalige FIFA-Vizepräsident Jack Warner nach der WM-Vergabe rund 1,5 Millionen Dollar eingesackt haben. Und wo kam das Geld her? A. Uli Hoeneß. B. Es ist das Erbe der Uroma. C. Ein Lottogewinn. Oder D. Es kam aus Katar. Ich nehme B. Erbe der Uroma. Wie nämlich berichtet wird, soll der katarische Fußballoffizielle Mohammed bin Hammam über seine Firma das Geld an Warner überwiesen haben, kurz nachdem feststand, wo die WM 2022 stattfinden soll. Übrigens hat Warner 2006 schon mit Schwarzmarkt-Tickets gehandelt. 2011 wollte er als Präsident der nordamerikanischen, zentralamerikanischen und karibischen Fußballföderation Stimmen für einen ganz speziellen Kandidaten kaufen, Mohammed bin Hammam. Hello? Das kann doch alles irgendwie kein Zufall sein. Was sagt ihr zu dieser Geschichte? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare unten. Ich wäre ja stark dafür, die WM nicht in Katar stattfinden zu lassen, sondern vielleicht eher in einem Land, das schon die notwendige Infrastruktur dazu hat. Zum Beispiel, ich weiß ja nicht, Deutschland oder so? Dieses Thema sollte auf jeden Fall etwas für die Skater unter euch sein. Wobei, eigentlich ist das Thema so cool, dass es fast jeden interessieren könnte. Na, worum geht's denn? Sagt euch die Filmreihe Zurück in die Zukunft etwas? Im zweiten Teil reisen nämlich die Hauptcharaktere Marty McFly und Doc Brown in die Zukunft ins Jahr 2015. Okay, ein paar werden jetzt sagen, oh Mensch, das ist ja eine krasse Zukunft, 2015, Man muss aber auch daran denken, dass der Film von 1989 ist. Also, pssst. Auf jeden Fall kommt in diesem Film ein pinkes Hoverboard zum Vorschein. Also ein schwebendes Skateboard. Und, nun ja, was soll ich sagen? Es ist soweit. Die Skater-Legende Tony Hawk hat's hier schon mal mit seinen Kumpels ausprobiert. HUVR oder Hoovre will im Dezember 2014 das Board auf den Markt bringen. Ich finde das ja sowas von geil. Als ich den Film damals schon gesehen habe, wollte ich sowas haben. Ich bin so dermaßen aus dem Häuschen, ich werde mir sofort eins kaufen. Hey everyone, it's Tony Hawk here. I want to apologize for the hoverboard prank. I thought it would be obvious that it was fake. Fake, 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 fake. Das Ganze war nämlich nur eine virale Marketingkampagne. Wofür es allerdings eine Kampagne ist, das bleibt immer noch ein Rätsel, denn auf der Internetseite von HUVR kann man sich immer noch sein Board aussuchen. Man kann sich die Farbe aussuchen, es wird beschrieben, welche technischen Details dahinter stecken und irgendwie ist das alles immer noch völlig unklar. Womit hat diese Kampagne jetzt aber zu tun? Was haltet ihr von dieser Aktion? Hättet ihr euch selbst eigentlich auch ein Board gekauft? Spekulation und Meinung dazu einfach runter in die Kommentare. Ich habe mir überlegt, in der heutigen Sendung mal etwas Neues auszuprobieren. Und zwar wird es sich dabei um Coach Katschas Flop 10 handeln. An dem Namen kann noch ein bisschen gefeilt werden.
Wenn es gut ankommt, werde ich so eine Rangliste dann das eine oder andere Mal mit einbauen. Bei dem heutigen Ranking handelt es sich um kuriose Fußballerverletzungen. Fangen wir also gleich mal damit an. Platz 10. Der Nigerianer Celestine Babayaro feiert sein Tor gerne mal mit einem Torjubel wie Miroslav Klose. Das Blöde ist allerdings, dass er sich bei einem Salto auch schon mal das Bein gebrochen hat. Platz 9. Der ehemalige Bremer Marko Arnautović hat einen Hund, mit dem er auch sehr gerne mal im Garten spielt. Leider hat er sich dabei auch schon mal einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Na komm, Pfiffi. Auf Platz 8, um noch rechtzeitig sein Flug zu erwischen, musste der Nationalspieler Paulo Guerrero einen kleinen Sprint ansetzen. Doof nur, dass er unaufgewärmt war und sich dabei einen Muskelfaserriss zuzog. Das Ärgerliche ist, dass er gerade auf dem Weg zu einem WM-Quali-Spiel war, das er sich dann allerdings abschminken musste. Platz 7. Und auch Jerome Boateng hat's schon böse erwischt. Auf dem Rückflug von einem Länderspiel in Dänemark fuhr ihm eine Flugbegleiterin mit dem Getränkewagen gegen sein sowieso schon verletztes Knie. Die Folge: ein Monat Pause. Platz 6. Als der türkische Torwart Volkan Demirel nach einem Sieg sein Trikot in die Zuschauermenge werfen wollte, kugelte er sich dabei die Schulter aus. Na komm, hier, habt ihr! Oh Gott. Platz 5. Ganz blöd hat es den irischen Nationalspieler Robbie Keane erwischt. Als der zu Hause auf seinem Sofa lag und die Fernbedienung mit seinem Fuß an sich ziehen wollte, riss er sich mehrere Bänder. So. Platz 4. In guter alter Saw-Manier ging es bei Darius Vassal zu. Darius, you want to play game? Eine Blutblase, die er unter dem Zehennagel hatte, wollte er mit einer ganz handelsüblichen Bohrmaschine entfernen. Platz 3. Um seine Zahnschmerzen in den Griff zu kriegen, hat der Brasilianer Ramalho Medikamente genommen. Das ist ja noch alles halb so wild. Er musste dann aber 3 Tage lang das Bett hüten, weil er die Zäpfchen geschluckt hatte. Platz 2. In den 1990er Jahren musste der Engländer David Beatty wegen einer Achillessehnenverletzung mehrere Monate aussetzen. Die war nämlich erneut ausgebrochen, als sein 3-jähriger Sohn mit einem Bobbycar über seinen Fuß gefahren ist. Platz 1. Milan Rapajic, der musste nämlich einen Monat aussetzen, weil er sich am Flughafen eine Bordkarte ins Auge gestochen hat. Wie hat er das bitte hingekriegt? Was sagt ihr zu dieser Rangliste? Soll ich das öfter machen? Soll ich es doch vielleicht lieber ganz lassen und mich auf normale Themen konzentrieren? Habt ihr selbst irgendwie noch doofe Geschichten, wie man sich irgendwie mal richtig ärgerlich verletzt hat? Kommentiert einfach das Video, gebt mir Feedback, ganz egal, ob positiv oder negativ, ich bin völlig offen, ich freue mich darauf. Straight. Das war's heute auch schon wieder von Coach Katscher. Einen kleinen Hinweis habe ich allerdings noch für euch. Ich bin am Wochenende wieder für Hertha TV unterwegs und werde in Gladbach die Spielerstimmen einfangen. Schaut also mal auf der Hertha Homepage vorbei. Ich hoffe, meine Sendung hat euch heute gefallen. Gebt mir einfach einen Daumen hoch dafür. Wenn es euch super gefallen hat, dann könnt ihr hier unten auch gleich meinen Kanal abonnieren, damit ihr auch keine Sendung mehr verpasst. Hier zu meiner Linken könnt ihr euch noch meine vergangenen Videos angucken. Ich wünsche euch eine sportliche Woche. Lasst euch nicht bestechen, wenn ihr zufällig gerade irgendwie eine Weltmeisterschaft vergebt. Und bitte, bitte, bitte bohrt euch nicht an euren eigenen Zehennägeln rum. Bis zum nächsten Mal, euer Coach Katscher. Bis dann, ciao, ciao. Der ehemalige Bremer Marko Arnautović hat einen Hund, mit dem er auch sehr gerne mal im Garten spielt. Einmal hat er es dann doch ein bisschen zu wild mit ihm getrieben. Oh, das hört sich nicht so schön an. Ja.